Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in unserem neuen Projekt. Und ja, ich hatte das letzte Mal vergessen, einen Namen überhaupt zu nennen für das Projekt. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir nennen das Projekt Minecraft Techtopia Steam City. Ja, und damit freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Es hat sich extrem viel getan. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die schlauen oder die aufmerksamen Beobachter unter euch werden jetzt schon festgestellt haben, Moment, der hat doch gesagt gehabt, das ist ein Survival-Projekt und jetzt ist der im Creative-Mode. Stimmt. Ja, gebe ich zu. Es liegt aber ganz einfach daran, die heutige Folge nehme ich noch im Kreativ auf und werde auch noch ein bisschen was im Kreativ machen. Es liegt einfach daran, mir fehlt heute einfach die Zeit zum Farmen. Und ich möchte aber trotzdem euch zeigen, was passiert ist und was sich getan hat und möchte auch heute noch ein bisschen was machen. Und ja, wie gesagt, mir fehlt einfach die Zeit. Auch dem Tofu fehlt ein bisschen die Zeit. Wir sind beide voll berufstätig. Und von dem her machen wir heute noch ein bisschen im Kreativmodus und ich zeige euch jetzt erstmal, was sich so in der Stadt getan hat. Wir sind im Haupthaus, ne? Das hatten wir in der letzten Folge schon mit dabei. Und Leute, schaut euch das an. Es ist so viel entstanden hier. Wir haben mittlerweile ein ganz gut laufendes Grundsystem. Fangen wir an, was sich einfach getan hat. Wir haben hier unser neues Wohnhaus. Im Wohnhaus selber sind unsere NPCs untergebracht, jeweils in Zwei-Zimmer-Wohnungen. Sie haben Betten, sie haben ihre Kistchen, sie haben einen Tisch, wo sie hinhocken können. Ja, so die Basic-Sachen halt, ne? Und so zieht sich das durchs ganze Haus durch. Ein paar Wohnungen sind auch noch leer, das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Kapazität. Aber dieses Haus ist schon mal eine sehr geile Geschichte geworden. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Das nächste, was neu ist, ist natürlich, man sieht es hier, das gigantisch geile, große, neue Lagerhaus. Hat der Tofu gebaut, bin ich sehr stolz drauf auf dieses Ding, gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben hier für unsere NPCs das kleine Lager, wo auch schon ein bisschen was jetzt zusammengefarmt worden ist. Brote, gebackene Kartoffeln, Holz, das haben sie schon einiges gefarmt. Weizen ist schon gut was zusammengekommen, auch hier nochmal Holz. Also bin ich richtig stolz auf unsere Bewohner. Wir haben auch hier mittlerweile ein paar Holzfäller, ein paar Farmer, die unterwegs sind. Hier ist jetzt das Feld neu entstanden. Und was macht der Miner eigentlich hier? Warum bist du nicht... Okay, muss ich gleich mal gucken, woran das liegt. Ja, die Farmer sind kräftig dabei, Felder zu bepflanzen mit Kartoffeln und Weizen haben wir jetzt aktuell. Hier ist ein Loch. Warum ist hier ein Loch? So. Ja, sie sind voll dabei und das ist, geht richtig, richtig gut ab. Da komme ich gleich dazu. Und wir haben hier unser Lager dann noch mit dazu, wo wir unsere Sachen reintun können, die wir so erfarmt haben. Na, auch hier eine gigantische Safe-Tür, wo man Geheimmaterialien, was heißt Geheimmaterialien, aber halt die wertvollen Sachen, ne, reintun kann. Und auch, ja, so viel mit DecoCraft gemacht. Da hinten ist eine Treppe, mit der man hochgehen kann. Hier oben ist noch leer. Da wollte Tofu noch ein bisschen was reinmachen, aber mir gefällt dieses Haus einfach schon so endgut. Also es ist wahnsinnig geworden, das Lagerhaus. Richtig, richtig schön. Irgendwo ist auch noch ein... Ach nee, das ist nicht hier. Ja, also richtig gut. Können die NPCs leider nicht nutzen, aber gut. Wir haben einen Hundi mit dabei mittlerweile, den Herrn Plüsch. Hallo Herr Plüsch. Ja, feines Wauzi. Ja. Da kommt uns gerade der Schmied entgegen. Der hat jetzt noch keine Aufgabe. Dem werde ich dann gleich noch eine verpassen. Hier ist mittlerweile, da kommen sie schon, unsere beiden
Aha. Okay. Wo? Wo, 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 wo? Wo ist er? Wo ist er, der Bastard? Da kam noch gerade die Meldung, dass ein Nekromane irgendwo ist. Also Nekromane sind eine richtig bescheidene Geschichte. Okay, der ist jetzt nirgendwo. Wo leuchtet der? Lumberjack, die sind doch hier hinten unterwegs, da ist er. Da ist der Nekromane. So, ich muss den mal ganz kurz. Ja. Weil die sind nämlich richtig gemein. Die hauen uns nämlich einfach unsere Dorfbewohner um. Und das gefällt mir gar nicht so. Da muss man auf jeden Fall dann eine Verteidigung aufbauen. Komm her, du kleiner Mini-Zombie. Da ist der weg. Dann hauen wir den hier um. So, und bei dem Nekromanen. Wir haben aktuell einfach noch keine richtige Verteidigung. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass mir hier die Dorfbewohner draufgehen. Müssen wir mal irgendwie was gucken, wie wir das auf Dauer wegkriegen. So, und du gibst jetzt ein Ruder unten. Das ist jetzt einfach aktuell auch der schnellste Weg, die zu killen. Nicht ganz so konventionell, aber effektiv. So, gut, dann. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Unsere beiden Köche sind auch schon munter unterwegs, machen sich selber Kohle aus dem Holz, was die Holzfäller farmen, nehmen das Weizen und gehen in ihre Küche. Die ist übrigens hier, das ist dieses kleine Häuschen, das ist so ein Kochhäuschen geworden. Oben ist noch nichts drin. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das ausfülle. Mal gucken, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Aber unten haben wir ein paar Sachen drin. Nämlich hier haben sie noch mal so einen kleinen Lagerraum. Hier so halt im Endeffekt Großküche. Jeder hat sein Crafting Table, jeder hat seine Ofen, mit denen er was machen kann. Und da produzieren die schon richtig gut. Da ist auch gerade die Lehrerin. Da werden wir auch noch auf Dauer eine Schule bauen. Und ja. Gut. Unser Händler hat auch mittlerweile einen Punkt bekommen, wo er sich die ganze Zeit hinstellt, weil es mir einfach zu blöd geworden ist, den die ganze Zeit zu suchen. Und hier haben wir jetzt noch ein richtig schönes neues Gebäude auch. Und zwar ist das die Taverne geworden. Die müssen wir dann auch noch einrichten. Also denen sagen, dass es die Taverne ist. Sie können sich dann hier hinhocken, können ein bisschen feiern. Und oben haben wir auch noch ein bisschen Platz für Bewohner. Ja, hat auch der Tofu gemacht. Gefällt mir auch richtig gut, dieses Häuschen. Hat er sich richtig gut Mühe gegeben. Ja, also doch sehr, sehr schön geworden. Vielleicht schieben wir das noch ein bisschen nach drüben, dass das nicht gar so da dran hängt. Und ja, das sind leider immer so Kleinigkeiten hier, die in der Mod nicht so gut geregelt sind. Dass da immer so Bäume noch ein bisschen rumstehen, die nicht abgeerntet sind oder so einfach Holzbretter in der Luft fliegen. Aber gut. So, dann haben wir hier das nächste große Gebäude, die Schmiede, Leute.
Wir haben eine richtige Schmiede hier, wo man außen arbeiten kann, wo unser Schmied sich dann richtig schön austoben kann, auch innen drin. Gut, innen ist nicht allzu viel, aber kann man ja noch alles einrichten. Und im oberen Teil der Schmiede hat sich unser Tofu, ja, sein Häuschen eingerichtet. Auch richtig schön geworden, richtig cool. Hat er sich auch sehr, sehr viel Mühe gegeben mit Schlafzimmer, mit Balkon oben drüber und so weiter und so fort. Und die Katzenlampe, die hat er von mir gekriegt. Also auch ein sehr, sehr schöner Bau geworden. Gefällt mir auch richtig gut. Da hat man schon gut was mit dabei. Also, ja. Und jetzt zu dem, was ich hier die letzten Tage gebaut habe. Ach ja, ne, gehen wir erst nochmal runter in den Mining-Schacht. Hier sind die Miner schon gut mit dabei. Kommen aber auch nicht weiter, so wie ich das sehe. Ah ja, okay. Ah, drum. Okay. Gut, dann müssen wir die Mining Shafts nochmal neu anhängen. Die betreiben ja hier quasi Script Mining. Und dann machen wir das so, dass unser Miner auch wieder loslegen kann. Machen wir da mal kurz ein bisschen was weg. So. Da hat er überall so weit gegraben, wie es ging. Aber hier könnte er dann auch noch mal durchgehen. Jawohl. Und dann hat er da wieder ein bisschen was zu tun und kann uns auch wieder ein paar Sachen rausholen. Ja, jetzt dieser Bau hier. Dieser Bau hat mir auch ein paar Tage Zeit gekostet. Ist auch sehr cool geworden, finde ich. Wir haben oben, ja, fangen wir von oben an. Normalerweise geht man unten rein, aber oben haben wir diesen Turm. Der ist noch leer, da ist noch Platz drin. Hier ist noch Platz drin für Wohnungen. Hier denke ich mal, werde ich vielleicht meine Wohnung reinbauen. Das weiß ich noch nicht, aber hier kommen auf jeden Fall auch noch Villager-Wohnungen mit rein. Und hier haben wir Platz für Wohnungen. Gehen quasi. Kann man hier reingehen? Es muss noch ein bisschen hübscher gemacht werden, da will ich mich dann noch dran setzen und kann dann hier reingehen und kommt dann hier quasi in den oberen Bereich des Hauses rein, kommt noch eine Treppe nach oben hin und so weiter und so fort. Ja, und im unteren Bereich des Hauses ist jetzt dann unsere Bibliothek entstanden. Ja, hier können dann unsere Villager sich ganz entspannt fortbilden, sich ein bisschen um ihre Berufe kümmern und dadurch dann auch in ihrem Job effektiver werden. Und das ist das, was ich jetzt heute definitiv jetzt zu Beginn machen möchte. Ach, der Händler ist jetzt gerade nicht da. Das heißt, wir brauchen jetzt im Endeffekt einfach noch ein paar Schilder. Da muss hier noch ein Schild hin, damit unsere Jungs hier auch was tun können. Also wir brauchen einmal die Taverne, wir brauchen das Schild vom Schmied und wir brauchen das Buch von der, das Schild von der Bibliothek und wir brauchen auch noch den Enchanter als Beruf. Ja, gut. Sind unsere Jungs alle im Bett? Ja, sehr schön. Ach ja, und was ich mittlerweile auch rausgefunden habe, das habe ich hier in diese Kiste schon mal reingelegt. Unsere Bewohner, wenn sie glücklich sind, machen sie Herzen. Und diese Herzen beinhalten quasi Kinder. Das heißt, hier können wir jetzt dann, habe ich schon ein bisschen Vorrat angelegt, die kann man dann auf leere Betten spawnen. Ja, Herr Plüsch. Und dann haben wir auch Kiddies hier unterwegs. Da brauchen wir noch eine Schule mit dazu, wo die dann ausgebildet werden. Und die sind dann auch vom Grundsatz her schon mal effektiver als die Nomaden, die immer auf Wanderschaft herkommen. So, ich gehe mal eben ganz kurz schlafen. Lege ich mich mal in den Tofu sein Bett, aber verratet es ihm nicht.
Und dann kommt unser Händler auch gleich wieder. Ah, ein schöner neuer Tag. Mir gefällt das Städtchen schon richtig, richtig gut, Leute. Also ich bin mehr als begeistert von diesem kleinen, aber feinen Dörfchen. Und es zeigt dann schon mal so ungefähr die Ausmaße an, wo das Ganze jetzt dann noch hinführen soll, dieses Projekt. Ich bin richtig gehypt darauf, habe richtig, richtig Spaß dabei. Und wie gesagt, nehmt's uns einfach nicht übel, wenn wir dann auch mal hergehen und auch mal ein paar Sachen im Kreativmodus machen. Es liegt einfach daran, uns fehlt ein bisschen die Zeit dazu, das Ganze so zu farmen, wie sich das eigentlich gehört. So, dann warten wir mal auf unseren Händlerjungen. Der müsste jetzt dann eigentlich auch gleich auftauchen. Da kommt er schon. Und er bringt wieder einen Nomaden mit. Der Badewehr. Ah, okay, cool. Cool. Bade ist ja auch zur Belustigung da. Das heißt, wir brauchen jetzt, oh Gott, sehr, sehr viele Sachen. Sehr, sehr viele Emeralds muss der uns jetzt rausrücken. So, komm an, mein Junge. Ich will handeln. Was willst du? Wo ist er? Ah ja, so läuft jetzt durch die Schmiede durch. Auch nicht schlecht, okay. Gut, er will Weizen haben wir, Kartoffeln haben wir, Junglewood haben wir nicht, Birkenholz hat, kann ich ihm geben und Spruce Wood, okay. Gut, dann holen wir mal etwas Weizen. Da haben wir ja viel davon. Hey, Kaschmir fliegt im Weg. Ja, ich bin ja schon dabei. Komm, lass mich mal durch hier. So, einmal schnell den Game Mode gewechselt. Hey, Freundchen, hallo. Da geblieben. So, du nimmst Weizen. Dann gib her. So, jetzt hat man alles an Weizen, was er heute nimmt. Das war jetzt schon mal ein guter Schwung Emeralds. So, dann kann man das hier wieder reinlegen. Dann Kartoffeln nimmt er auch. Da kann man ihm zwei Stacks geben. Hier auf der Mitte habe ich mir gedacht, gerade machen wir vielleicht noch so ein bisschen Marktplatz, sowas in der Richtung. Ach, der will rohe Kartoffeln. Ah, shit, 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 shit. Wir haben nur gebratene Kartoffeln. Das ist jetzt nicht so gut. Aber Holz wollte er doch noch was gesagt gehabt. Oak, Spruce, Spruce. Spruce. Ah, da können wir ihm zumindest ein bisschen was geben. Oak und Birkenholz. Hey, halt, stopp, bleib da. Hey, stehen bleiben. Alle ab. So, Spruce. Und Birkenholz. So, dann haben wir jetzt 40 Emeralds heute zusammengefarmt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Jetzt mal gucken, was wir dafür schildertechnisch so alles bekommen. Da gehen wir zu unseren anderen Jungs zurück. So.
Die Bücherei können wir uns schon mal holen. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir noch 10 Emeralds jetzt übrig. Okay. Da werden wir noch ein bisschen handeln müssen. Aber wir können schon mal die Bücherei jetzt aufmachen. Das ist schon mal sehr gut. Achso, ich wollte ja auch noch mal gucken, was der Enchanter kostet. Wo ist dem hier? Komm, bitte, bitte nicht mehr als 10 Emeralds. Bitte, 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 bitte. 15. Okay, gut. Okay, aber dann können wir zumindest jetzt die Bücherei eröffnen. Und ich sollte auch gleich mal was essen. So, und damit ist die Bücherei eröffnet. Und jetzt sollten unsere Bewohner gleich hier alle ankommen und sich die neuesten Klatsch und Tratsch aus Büchern holen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, da sind schon welche unterwegs hierher. Sehr cool. Jawohl. Schön, 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 schön. Ja, kommt her. Ja, 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 ja. Jawohl, na, das sieht man hier, sie sind noch alle relativ ungebildet, also sind noch alle relativ dumm. Und jetzt nehmen sie sich die Bücher hier raus und fangen an zu lernen und zu lesen. Ah, sehr schön, cool. Ach, das gefällt mir. Sehr schön. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht sehen, wie der Fortschritt hochgeht. Ah, noch nicht, weil es wieder Schlafenszeit wird. Aber cool. Bücherei läuft. Ach, die Frau Lehrerin kommt auch vorbei. Hat ja noch keine Schule, aber man kann sich ja zumindest schon mal bilden, ne? Schön, gefällt mir sehr gut. Dann läuft es jetzt und unsere Jungs hier werden jetzt dann auch schlauer. Das ist sehr cool. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wunderbar, cool. Cool, 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 cool. Was kostet jetzt die Taverne? Die Taverne waren, glaube ich, 45 Emeralds oder sowas, ne? Muss man mal hier kurz. Haben wir hier noch was zu futtern drin? Ich will jetzt nicht den Dorfbewohner ihr Zeug futtern. Ja, da habe ich noch ein bisschen was. Sehr cool. So, was kostet die Taverne? 45, also bauen wir noch 35 Emeralds. Weil wir noch ein bisschen farmen müssen. Die sind halt auch relativ teuer, die Dinger. Aber okay. Hilft halt nichts. Aber ich finde es schon mal sehr cool, dass die sich jetzt da dann reinstellen und klüger werden. Das gefällt mir einfach. Ich liebe diese Mod. Das ist unbeschreiblich cool einfach. Geht zwar jetzt die Produktion, fährt jetzt ein bisschen runter dadurch, aber ach, wisst ihr was, wir machen jetzt halt eins. Ich bin da so gehypt drauf, ich will das jetzt sehen. Zumindest das holen wir uns jetzt mal noch schnell. Weil jetzt sollte es dann auch langsam von der Uhrzeit soweit sein, dass sie langsam Feierabend machen, die Jungs hier. Und zack. Es wird als Taverne erkannt. Sehr cool. Und jetzt müssten sie auch hier dann bald alle zusammenkommen.
Ach, weil das Ding hier im Weg steht, deswegen. Okay, na dann stellen wir das Teil halt hier hin. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben den ersten Tavernenbesucher. Es ist ein Farmer, der sich jetzt hier hinhockt. Und hier sitzt. Ah, da kommt auch die Köchin. Setzt sich auch mit dazu. Ja, da werden wir dann noch mehr, wenn wir diese Bänke noch mal wegmachen hier müssen. Und da dann noch mehr von den Sachen mit herstellen. Server Backup auch sehr wichtig. Und da geht dann auch die Happiness hoch, wenn sie hier dann alle zusammensitzen. Und dann interagieren sie auch ein bisschen, unterhalten sich, bilden Freundschaften. Es ist einfach, also einen riesengroßen Respekt an dieses Mod-Team, was das Ganze hier entwickelt hat. Na, ja, da packt er sein Bierchen aus. Es ist so süß. Und prostet den anderen zu. Es ist einfach süß. Also ein riesengroßes Lob an diese Mod-Entwickler. Also es ist einfach, ich bin tierisch glücklich mit dieser Mod. Es ist so süß. Wahnsinn. Wenn wir jetzt dann hier noch einen Baden mit dabei haben, der sitzt dann auch hier oder spielt hier dann auch sein Liedchen. Auch hier übrigens ist der Weinkeller, der noch nicht angelegt ist, okay. Ja, und dann sieht man einfach auch, wie die Happiness hochgeht. Das ist so schön. Ich mag diese Mod einfach. Es ist herrlich. So, und dann irgendwann ist ja auch dann Feierabend in der Taverne. Und dann gehen die auch nach Hause. Schade, dass ich mich jetzt hier gerade nicht mit dazusetzen kann. Aber vielleicht, warte mal, Moment. Ich kann mich doch dazusetzen, warte mal. So. Alle ab. Ach, es ist so schön. Hey. Hallo? Habe ich die jetzt verschreckt? Okay, das sind dann jetzt unsere zwei eisernen Schluckspechte hier. Die feiern noch ein bisschen durch. Es ist einfach so süß. Mir gefällt es so tierisch. So, Leute. Sperrstunde. Ab nach Hause. Morgen ist wieder ein langer Tag. Ihr müsst morgen wieder ganz viel lesen und ganz viel arbeiten und dann könnt ihr wieder in die Taverne kommen. Hoppt, Leute, Sperrstunde. Hallo. Wie lange bleiben denn die jetzt hier noch hocken? Okay, ja, die feiern jetzt dann noch ein bisschen. Tja, eigentlich hatte ich ja gesagt gehabt, ich will in dieser Folge jetzt noch ein bisschen was auch bauen, aber ja, wir haben jetzt so die Zeit verdödelt, Leute, dass wir das einfach in der nächsten Folge machen. Ich setze mich jetzt nochmal noch zu meinen zwei Schluckspechten mit dazu, feiere die Nacht noch ein bisschen durch
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao und Servus. Und den Daumen nach oben nicht vergessen. Macht's gut.